Servus Leute, leider habe ich heute kein Video rund um die Events, die gerade laufen. Zu dem Zeitpunkt, wenn ihr das seht, könnten es schon ein paar mehr sein. Als ich das hier gerade aufnehme, gibt es das Open Map Event und jetzt 100% Scaffboss Spawn, beziehungsweise auch Kultisten. Und es flattert so ein bisschen der Begriff Pre-Vibe durch die Gegend, aber so weit würde ich jetzt nochmal nicht gehen. Schauen wir mal, wo es hinführt, da mache ich die Tage ein Video drüber. Heute gibt es einen Interchange Raid, der ist schon ein paar Tage älter, von vor circa 10 Tagen. War ich mit der Mutant unterwegs und habe ein paar Scaffs für die Daily gebraucht. Gab dann doch noch ganz gutes PvP. Wollte ich euch nicht vorenthalten, schaut es euch einfach an. Ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. So, da gehst du ein bisschen schneller vor. Gut zu wissen. Halt. So, 4 Scaffs müssen wir töten, dann können wir hier wieder raus. Ich dachte eigentlich, ich müsste mehr Interchange, ne? Jetzt habe ich Killer so schnell gefunden, direkt in der ersten Runde und mit Headshot getötet. Passt. Inter bei Tag spiele ich eigentlich auch ungern, aber ich wollte jetzt nicht wieder auf Nacht warten. Ich spiele Interchange viel lieber in der Nacht. Weil man da immer einen Vorteil hat mit seinem Night Vision. Okay. Hätte ich ein bisschen besser zielen sollen. Ich weiß, ich glaube, der hatte schon auf mich gezielt, deswegen habe ich schnell geschossen. Oh. Hier sucht einer Killer. Das war der. Killer Farmer. Ich glaube, der hatte noch nicht auf mich gezielt. Kam mir bloß so vor. Aber man weiß es halt nicht, ne? Wie man da nicht sieht, ey, ist das schlimm. Ja, warum soll der sonst stehen bleiben? Aber ich glaube, Killerfarmer haben für gewöhnlich keinen Range Scope dabei. Weiß gar nicht, ob der mich da oben so gut sehen kann. Aber ja, ich glaube schon, dass er auf mich gezielt hat, deswegen musste ich schnell schießen. Und aus der Bewegung, weil sonst trifft er mich. Sobald jeder, der so stehen bleibt und auf einen anlegt, der ist halt schon im Zoom und wartet bloß drauf, dass man stehen bleibt, dass man gezielt einen Headshot bekommt. Müsst ihr euch immer merken, ne? Also wenn einer auf euch anlegt, dann versucht nicht zurück anzulegen,
Und bleibt in der Bewegung, sonst kriegt er ziemlich schnell einen ziemlichen Headshot. Gerade das Licht angegangen? Ja. Hey Fox, that was Virus. Irgendwo unten hat es geschossen. Im Goshan. So, suchen wir uns hier mal was zu trinken. Mal schauen, ob da hinten ein paar Skeffs sind. Hier ist doch immer was zu trinken, wie man so sagt. Ah, diesmal. Ah, doch, da. Man hört mich, ja. Sogar aus der Tiefgarage. Genauso wie ich jedes Stockwerk unter mir höre. Der Trick ist halt, mit Hilfe von Map-Kenntnis schnell rauszufinden, auf welchem Stockwerk irgendjemand rennt. Oder ist. Was noch einer? Ich glaube, der ist hier oben. Irgendwo hier hat er geschrien. Oh, da hinten steht einer und aimt. Hat man gesehen? Hinten an der Rolltreppe war er, hat geaimt. Nochmal, sind noch drei. Rechts nochmal zwei und hier links eine. Scheiße. OT moin. Ich kratze lange für den Prime. Danke, dass du den Prime überlässt. Willkommen zur genauen Falle.
Oh, ich hab sie beide. Alright, ich glaube, das ist noch irgendwo einer. Er ist low, ja. Ja, ich hab's, danke für den Prime und 21 Monate. Wie geht's? Servus. Ich höre sonst nichts mehr. Schöne Mütze. Ich hab keine Ahnung, ob da hinten noch einer hockt. Ich habe das Gefühl, da ist noch einer. Ganz ehrlich. Ich sag mal, in der Situation war die Taschenlampe, es war egal. Ne? Sie haben die Taschenlampe an, um mich zu blenden. Das ist schon nicht verkehrt. Aber ich habe sie mir halt beide in den Rechtspeak gelegt. Ich glaube, ich hocke keiner mehr. Unten ist immer noch einer. Nett. BP to go. I take it. Also da war jetzt die Taschenlampe kein Nachteil für die. Mit oder ohne Taschenlampe. Das hätten sie anders machen sollen. Einer hätte die Außencounter abaimen sollen. Mein Problem war, ich war hier drin, oder ich war in dem mittleren Ding gestanden und ich wusste nicht, ob hier einer schaut, wenn ich rausspringe. Ne? Also sie haben mir diesen Weg hier offen gelassen. Dadurch konnte ich mir den ersten packen und den zweiten dann gleich hinterher. Das war halt das Risiko, was ich eingegangen bin. Ich weiß nicht, ob der hier hochkommt.
Ja, da ist PS drin. Ich weiß es nicht, Fox. Könnte sein. Er kann hier eigentlich nicht hochgekommen sein. Doch, da ist er. Alter, wie sind die so schnell an mich rangekommen? Hey, Bamse. Hat ihr es gehört? 25,5, ey. Dieser Backstock, ne? Der geht gar nicht. Achso, Moment, Alter. Da ist noch ein Mac drin. Bei AP, jetzt hör mal auf, Mann. Das ist nicht gut. So, wahrscheinlich habe ich jetzt auch den Taschenlampenbug auf der Waffe hier. Bin mir nicht sicher. Das machen wir nicht, falls ich sie ziehen muss. Nicht, dass jetzt hier draußen noch irgendwo einer hockt, ne? Ah, das sind sogar zwei Tote hier? Warte, ich habe da zwei erledigt? Okay. Den einen beim Rüberrennen habe ich wohl auch, okay. War eine Vierergruppe. Zerlegt. Dass hier noch irgendwo einer drin liegt oder so, irgend so ein Scheiß. Arme Level 11er. Nix gerafft mit seinem Helm. War das eine RD? Soll ich die mitnehmen?
Mit dem 75er, das richtig reingeht. Na gut. Netter Fight. Bewegen wir uns Richtung Exit, beziehungsweise ich könnte eigentlich wieder, der Strom ist an, wir könnten unten den Exit wieder aufmachen. Gab schon was los auf Interchange? Hey Chance, servus, Leute. Hey Flagranti, ist einfach ein Counter von Nightbot. Ich, wenn du mir im Discord schreibst, zeige ich dir, wie das geht. Das ist eigentlich ganz einfach. Aber du kannst einfach mal googeln Nightbot Counter. Ist nicht schwer. Da findest du es auch. Nur 5 Kills will ich schon gehen. Ja, ich glaube, hier ist nicht mehr so viel. Stimmt, ne? Waren halt echt 5 Kills. Ne, waren 6 Kills. Ich habe doch am Anfang auch den Killer-Farmer schon zerlegt. Hey, Senseless Survivor. Wir sehen uns. Oh. Was ist das für eine Waffe? Ah, ist schon weg, ne? Level 63. Ja, nichts Gescheites hier. Na gut, geh mal. Die Waffe hat sich ein Scav gegönnt. Ja, war eh bloß eine Killer-Farmer-Waffe. Von daher würde die nicht so extrem gut gewesen sein, ne? Die zweite Keycard für den äußeren Container. So. Jo, waren 6 Kills, ne? Ja. Eigentlich gar nicht so schlecht dafür, dass ich bloß 4 Scavs wollte. 4 Scavs erreicht und dazu noch 6 PMCs aus Versehen. Passiert.